Ja, mal rein in den Kopf. Weg damit. Okay, Folge 3 von God of War 3. Bislang habe ich noch nicht so abgeliefert, ganz ehrlich. Und dann gab es auch noch Aufzeichnungsprobleme. Super geil. Eine prächtige Bronzestatue eines jungen Mädchens. Okay. So, da müssen wir jetzt rein. Häckseln wir uns durch die Antike. Ich finde so diese komplette Tonalität, finde ich halt mega. Das wird komplett durch den Kakao gezogen, durch diese griechische Sache. Trotzdem eingepackt in eine Storyline, die eigentlich nicht so cool ist. Also zumindest mal für eine Person, nämlich Kratos hier. Die drei richtig. Die Könige Minos, Ajakos und Herat. Wer als würdig bewundert auf das Brennen ist, okay. Während diese Spiele alle so mit einem Augenzwinkern hingenommen werden können, müssen, ist, glaube ich, die neue Reihe eher. Nein! Okay, das war mal gar nichts, hätte ich vielleicht mal warnen müssen. Okay, das war gut. Mal zwei von denen. Ja, Mann! Und rein in den Kopf. Weg damit! Nee. Alter. Das mit der Kamera, da werde ich mich das ganze Spiel nicht dran gewöhnen. Ich sag's euch. Die Kamera macht halt, was sie will. Was mit roten Orbs können sich ihre Waffen verbessern. Na, jetzt weiß ich aber nicht wo. Ich gegen diesen Idioten da kämpfen muss. Das treffe ich dir nicht, oder? So, jetzt aber. Muss jetzt auch mal wieder in den Spielspaß reinkommen, denn wie gesagt, die letzte Folge, die hat mir persönlich keinen Bock gemacht. Und, dann, wie gesagt, noch Aufzeichnungsprobleme. Aber ich glaube, ich habe jetzt noch nicht reingeschaut. Das Wichtigste ist noch drauf, das waren ein paar Harpyen, die ich noch fertig zu machen hatte. Nee. Was ist das? Ah, guck mal, da musst du auf ein Touchpad, musst du auf Pause drücken. Kamera. Filter, Blumeneffekt. Keine. Strahlend. Gold, Smaragd, Marsianer. Das ist ja voll für den Arsch. Wir spielten so. Sepia, Blutmond. Schwarz-Weiß. Strahlend. Ich glaube, das lasse ich mal kurz. Rahmen. Das ist geil irgendwie, ne? Ach, das ist für ein Fotomodus, oder was? Krass. Okay, das wird halt nicht für das Spiel angewendet. Ja, okay, genug rumgedoktert. Aber wo kann ich jetzt meine Waffen verstärken? Das habe ich jetzt nicht kopiert. Was ist das?
Das werde ich aber auf jeden Fall mal nachgucken müssen. Nein. Weiter Option Fotomodus. Fotomodus aus. Wie machen wir das? Ich will bessere Waffen. Vater? Calliope? Oh. Du bist nicht meine Tochter. Nein, aber ich weiß, wer du bist. Du kennst mich? Sie sagten, dass du kommst. Bemühst du dich, Kratos? Zeige dich, Hades. Wieder einer deiner Tricks. Wie üblich, Spartaner, irrst du dich gewaltig. Zeig dich, Feigling! Nicht so hastig, Kratos. Ganz ruhig. Wir haben schon bald Zeit zum Spielen. Calliope, seine Tochter. Vor Atreus hatte er ja noch ein anderes Kind, was er in Rage getötet hat, zusammen mit der Frau. Die Asche der beiden, die bleibt für ewig an seinem Körper haften, deswegen ist er so weiß. Der Geist von Sparta. Ich glaube, ich habe das richtig zusammengefasst. Runterrutschen. Ah ja. So. Ich muss unbedingt wissen, damit ich seine Gequälten sehe. Ich war für ihn verantwortlich. Ich musste ihn großziehen und ihm falsch und richtig lehren. Wer sich ihm nähert, leidet oder stirbt. Seine Frau, sein Kind, sein Bruder und jetzt... ich. Ich habe versagt als Mutter, als Mensch. Seine Sünden sind meine. Bestrafe mich für seine Fehler und vergib meinem Sohn. Okay, auch sowas hier kommt bei Fallen Order vor. Da wird dann halt so der nächste Spielabschnitt geladen und man hat trotzdem eine glaubwürdige, teilweise auch spektakuläre, spektakulär ist cineastische Ansicht. Nein, wieder. Was könnten ihr, ey? Was ich sagen wollte, unbedingt lernen, wie man die leben ja immer noch. Und auflevelt. Leveln. Okay, Bogen. 2500 Orbs, die kriegt er. So, wir wissen es jetzt. Hier 4000 für die Klingen. Okay. Ihr Stroll. Also ich finde das mit dem Ausweichen auf dem Analogstick irgendwie bin ich jetzt noch kein Freund davon.
Okay, hier können wir leben. Sehr gut. Oh, noch so ein Zettel. Notiz einer gequälten Seele. Er hätte mich retten können. Er hielt mein Leben in seiner Hand und ließ los. Ich war zwar nur ein Kapitän, doch er behandelte mich, als wäre ich nichts. Er ist schuld an meinen Qualen. Ich hoffe, er leidet genauso im Hades wie ich. Verdammt, sei der Geist Spartas. Ah, okay. Das sind wahrscheinlich alles Leute. Die wir da unten hin befördert haben. Shit, da muss man dann weg, wenn sie da unten krabbeln. Dann gibt es nämlich den Harakiri. Keinerlei Erinnerungen mehr so an die Qualität der anderen Teile. Hier, also es sieht super aus. Inszenierung ist auch Hammer. Wie gesagt, ich habe jetzt im Moment nur mein Problem. Problem mit der Kamera und mit dem Ausweichen. Wahrscheinlich kann man das auch irgendwie alles umstellen, aber. Scheiße. Warum ist da jetzt noch eins? Vielleicht da runterschaffen. Einfach so. Oh nein. Oh, Scheiße, die machen mich jetzt voll fertig. Hoch mit uns. Für was? Hier unten. Das brauchen wir doch nicht für hier unten, oder? Das Ding.
ist, wenn wir das hier hin, dann da runter schieben müssen. Gibt es hier irgendwo einen Durchgang? Also vielleicht mache ich da halt komplett was falsch. Und dann da. Also ich weiß, dass ich jetzt gerade da wieder zurücklaufe, aber ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Na, ein bisschen hat es sich ja gelohnt. Ha. Also ich bin halt wirklich mal gespannt auf diese nordische Version. Das sah schon ziemlich cool aus. Ragnarök ja auch schon länger draußen, war ja auch ein Kandidat für Spiel des Jahres. Wobei ich halt sagen muss, es ist schon verdient Elden Ring geworden. Das hat mal davon abgesehen, dass es mein absolutes Lieblingsspiel ist. Es hat halt einfach schon die Wellen, die es geschlagen hat. Und da musst du halt als Referenz, finde ich, schon so eine Plattform wie Twitch hernehmen. Das kriegst du schon wieder auf die Eier. Sie am besten fertig macht, oder? Wie habe ich denn nicht das Gefühl? Doch, okay. Also gehen sie wirklich ganz gut, ne? Die Damen. So, da sie ja da unten auch auftauchen, würde ich schon mal drauf wetten, dass das doch der richtige Ansatz ist. Ganze Zeit, ne? Also es funktioniert für die am besten. Das ist ja echt mächtig, ey. Bam. Mehr Gas. Ach, guck mal. Ja, also so ganz bin ich in den Rätseln noch nicht drin. Forschung.
Diese ganzen roten Orbs, die nehme ich mir jetzt mal noch mit, weil, was, 4500, dann können wir die Klingen verbessern. Bamsen. Ich glaube, viele waren aber doch schon ziemlich pissed, dass God of War Ragnarok nicht Game of the Year wurde, sondern Elden Ring, weil da wohl viele... Gut, es gibt halt einige Leute, die immer noch nichts mit Souls Games anfangen können, das ist absolut verständlich. Aber den, vor allem der Hype. Der Hype kann halt einem auch ein bisschen ein Spiel oder vielleicht sogar ein ganzes Genre vermasseln. Das kann ich halt auch verstehen. Das hat halt jeder darüber gesprochen. Aber das ist dann eben so ein Zeichen dafür, ja, das hat halt geknallt. Das hat diese ganze Souls-Geschichte auch echt salonfähig gemacht. Phönixfeder. Danke. Okay, also da ging es jetzt nicht weiter. Ging es da drüben noch? Au. Nee, das war... Da kamen wir her. Da haben wir dieses Fass geholt. Schöner Bogen. Gibt's Endkampf oder was? Holen wir uns gleich mal die blaue Energie. Oh, guckt euch das mal an. Geil. Also ich bin mal wirklich gespannt, also wenn es eine Serie geben soll. Weiß ich nicht. Dass dann halt nicht zu sehr Kampf der Titanen mäßig wird. Es wird auch hundertprozentig nicht so brutal werden wie das hier. Die Tiefen des Tartarus, die versenkten Lande strecken sich so weit das Auge reicht. Der nächste Stopp, unsere Tourist Information. Oh jo! Okay, der Trick funktioniert nicht. Was ist damit? Okay, die lassen sich null staggern. Oder was machst du da jetzt? Nein, ich hab's ver... Zwei Treffer und dann weg. Ja, Mann. Nee, ich will zu dem.
Das merkt er aber schon, den härteren Schlag, ne? Nicht so gierig. Kann ich mir dann unten nochmal mein grünes holen? Ja, es ist nix. Nein! Oh, Alter. Ich find's gut. Es gibt da für jeden einen Trick oder eine Taktik. Bei den Elektrodamen war es dann eigentlich ziemlich easy, wenn du sie rangezogen hast. So, was gibt's da ganz rechts? Das haben wir schon geholt. Keine Ahnung, wie lang dieses Spiel so geht. Kommt halt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie man so durchkommt. Na, ganz knapp. Schon ein bisschen gebraucht. Gerade bei diesem Rätsel mit diesem Feuerhund. Die Treppe. Wo führen diese Stufen hin? Sie führen nach oben. Orbs. Was ist das da vorne? Das ist doch ein Titan, oder wie? Die Schmiede. Weg mit dir! Ich sage doch, ich habe teuer bezahlt. Beruhige dich, Schmiedegott. Geist Spartas? Du bist es. Sieh mal an. Ich dachte, Zeus hätte dich längst umgebracht. Ich habe gedacht, du wärst längst dieser Höhle entflohen. Zeus hat mich zwar eingesperrt, doch wegen dir muss ich in Qualen leben. Ich habe dir nichts getan, Hephaistos. Ich verfolge nur einen Olympia. Na, solange es nur ein Olympia ist. Ich suche das Feuer des Olymps. Weißt du etwas davon? Was willst du damit, Spartaner? Das ist allein meine Sache. Sag schon, kennst du das Feuer? Alle wahren Kinder des Olymps kennen es. Wir alle respektieren seine Macht. Doch sein verlockendes Glühen ist trügerisch. Weder Mensch noch Gott kann die tödliche Flamme berühren. Ich will es nur finden. Falls du einen Weg aus der Unterwelt findest, findest du sicherlich auch den Weg zum Feuer des Olymps. Du hast mir sehr geholfen, Hephaistos. Kappa. Ja, geil. Habe ich jetzt zwei Wege, oder wie? Ah, das ist der Speicherweg. Ah, 20. Nehmen wir mal den Speicherweg. God of War. Ah,
Es ist halt... Da hast du deine Kräfte wieder genommen bekommen. Es ist jedes Mal dasselbe. Du overpowerst dich in einem Game. Und... Im nächsten Teil, ja... Ja, es war ja bei Zelda nicht anders. Bei Tears of Kingdom. Du hast jetzt deine ganzen Waffen und Fähigkeiten auch nicht mitgenommen. Gorgon, Auge halten. Was ist jetzt? Opfer angenommen? Gesundheit. Danke. Okay, sehr gut. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Okay, das wird die Endboss-Tür. Und wir werden die Verbannungsklingen... Verbannungs... Das sind die Chaos-Klingen. Das war künstlich. Wieder schon. Chaos-Zyklon L1... Okay, das ist gut. Gar nicht geschaut, wie viel wir beim nächsten Mal brauchen. Stufe 10, 7000. Hä? Ich hab doch gerade eben 400. 450, jetzt 7000? Der Bogen ist auf Max. Okay. Hephaistos, der ist auch bei Immortals Phoenix Rising mit dabei. Diese griechische Mythologie, die wird ganz, ganz, ganz oft hergenommen. Ah, geil. Immortals Phoenix Rising kann ich auch empfehlen, wer da Bock hat auf... Ja, eigentlich so eine Mischung aus dem Breath of the Wild Tears of the Kingdom, Tears of the Kingdom Ding und Assassin's Creed. Hier ist mega notwendig, diese Fähigkeit zu haben. Hab ich denn noch einen gehört, oder? Schön die Orbs mitnehmen. Ah, geil, da auch noch. Ja, da kriegen wir die 7000 Rucki Zucki. Das waren nicht 450, das waren wirklich 4500, ne, die ich... Ich Mist gelabert. Was ist es? Ja, da hinten sind die Dornen, ne? Das, da müssen wir hin. Oh, Alter, drück jetzt. Na, noch ein bisschen. Nein! Eben war ich mir sicher, einer dieser Kollegen wird lebendig.
Magie. Das Schwert. Kratos? Woher kennst du mich? Du bist der Geist Spartas. Jeder weiß, wer du bist. Jeder hat Angst vor dir. Das hat seine Gründe. Ich fürchte dich nicht. Gut, dass du keine Angst hast, Kind. Angst ist eine große Bürde. Ich bin kein Kind, Kratos. Ganz egal, was du nun bist. Ich habe etwas zu erledigen. Kratos, bitte. Du musst mich befreien. Die Suche nach Freiheit ist auch eine große Bürde. Ich kann dir nicht helfen. Klinge des Olymps, das hat man nämlich am Ende bekommen vom... Nee, warte mal, das hattest du schon im zweiten Teil. Dann wurde sie aber wieder abgenommen. Die Klinge des Olymps ist wieder in deinem Besitz. Lass Spartas Rage deine Klinge stärken. Geil, die absolute Ulti. Das erinnert mich ein bisschen an, wer den gesehen hat, King Arthur von Guy Ritchie. Wenn er dann das Schwert in zwei Hände nimmt, dann geht's brutal ab. Ist nicht der beliebteste. Okay, ich kann das auch deaktivieren. Ist nicht der beliebteste Guy Ritchie-Film. Ich bin aber kein großer Guy Ritchie-Fan. Also jetzt nicht, dass ich sein Können nicht respektiere. Das ist ein ganz wichtiger und starker Regisseur. Nur das trifft halt, was er so macht, irgendwie nicht mein Geschmack. Aber King Arthur, den fand ich mega. Aber da sieht man es dann halt auch, weil die meisten fanden King Arthur halt nicht so toll. Die werden dann wahrscheinlich sagen, nee, es ist kein richtiger Guy Ritchie-Film. Könnt ihr vielleicht mal schreiben, wie ihr das seht mit King Arthur. Boah, guck mal, aus der Distanz. Ich bin der Elbe Leguan. So, zum nächsten Speicherpunkt können wir uns vielleicht noch vorballern, oder? Das ist ja jetzt hier nicht... Aber zurück würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr gehen. Aber das ist schließlich hier in Dead Space, wo ich mir vor Angst in die Hosen mache und einfach nur froh bin, wenn eine Folge rum ist. Ojo! Guck mal, die Torwächter. Den muss man weiter bekämpfen, bis alle Köpfe weg sind. Na geil.
Also die Kämpfe hier. Das ist echt nicht ohne, Mann. Wenn ich den aber so packe, kriege ich, glaube ich, einen Invincible Frame. Das war ein Fight. Ich kann verstehen, warum Zeus von dir angetan war, Kratos. Du bist ein fähiger Krieger. Hat man eigentlich nicht schon 100-mal gegen Hades gekämpft? Ich kann mich erinnern, im ersten Teil. Oh. Wann ist das Schwert eigentlich aufgeladen? Ah, wenn unten das Zeichen voll ist. Das war so wichtig, diese Waffe aufzuleveln. Denn das hier konnten wir vorher nicht. Ich flehe an dein Toren, hab Gnade mit mir, bin nicht all das geworden, was du wolltest. Meine Schulden nicht beglichen. Wie lange muss ich auf Rettung warten? Die niemals kommt, er wird ein Gott, während ich verrotte und leide. Lass mich frei, damit ich Rache üben kann. Das ist ungefähr so die Ansicht vom nächsten Teil. Ungefähr. Last des Hades. Willkommen, Spartaner. Komm rein. Mach es dir bequem. Dieses Mal bleibst du für immer. Das sagst du jedes Mal. Aber diese Folge hält nicht für immer, denn das war's für Folge 3. Möchte ich mal schreiben? Jawohl. Gut, machen wir das nächste Mal weiter im Palast des Hades. Mal gucken, ob wir wirklich für immer da unten bleiben. Ich glaub's eher nicht. Bin aber gespannt, wo es uns sonst noch so hin verschlägt im alten Griechenland. Seid doch das nächste Mal wieder dabei. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.